Hey Leute, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die hier. So, was macht denn unsere Spiele hier? Fleißig am Einschmelzen. Fünfmal Eisen fertig. Haben wir schon wieder 12? Ach, stimmt ja. Wir wollten uns ja neue Hacken machen. Dafür müssen wir wahrscheinlich noch ziemlich lange warten, ne? Wie geht denn jetzt schon? Oh, 22. Machen wir noch ein bisschen fertig hier. So. Dann haben wir nämlich die erste schon mal wieder zusammen. 550 Holz. Eisen ist hier noch über 1000 drin. Dann würde ich sagen, machen wir uns die Feueraxt als erstes. So, 12 hatten wir, jetzt haben wir 18. 12 Stück doch. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier in der Gegend kurz noch erledigen können und holen uns dann das Eisen raus. Was? Ey, warte mal, nee, bis das Eisen fertig ist, laufen wir noch mal kurz zum Trader und verkaufen wieder was. Vielleicht hat er irgendwas Gutes. Wo ist die Kohle? Da. Hier kommt, das können wir alles verkaufen. Sowas bringt. Oh, kann man sogar gar nicht verkaufen. Ein ganzes Beet haben wir bis jetzt. Das ist natürlich nicht viel. Ja, hier was zum Kühlen. Cowboy-Stiefel. Nee, das behalte ich lieber. Ja, wir haben 7000. Was will ich mit dem Motor? Nee, Motor nicht. Du bleibst da. 7500 Kröten. Na, kriegen wir noch ein paar hundert zusammen? Na, die alleine kostet schon 100. Nicht schlecht. So, dann laufen wir mal zum Trader. Na, kurz glotzen, da hätte ich wieder Bär und Hunde und sowas hier. Da müssen wir schon wieder durchschnaufen. Habe ich alles schon? Hey, auch schon. Da vorne wäre wieder eine Eisenmine. Ah, Kleber ist immer gut. Da würde ich ja sagen, machen wir heute nochmal so eine Loot-Tour. Und dann am nächsten Tag kümmern wir uns dann erstmal um die. War da gerade ein Huhn? Ne, eine Zombie-Falle? Jetzt haben wir erstmal Monster Leg. Geht schon? Ja. Tja, und da wir looten wollen. Wäre es ja wahrscheinlich gar nicht so schlecht, hier reinzugehen. Dann kriegen wir wieder die Superkorn, wahrscheinlich. Und genug Wildsäue. Hoffentlich sterben wir nicht wieder. Trader, ich bin mal wieder da. So, was hast du denn? Erstmal verkaufen. Ach so, mein Spitzhacke war ja schon in Arbeit. Ah, ja. Also als nächstes natürlich die Feueraxt, da sind wir wieder gut ausgerüstet. So, Kleber verkaufen wir nicht. 46. Hier, Trader. 50. Was? Ah, davon, genau davon habe ich ihm schon ein paar verkauft. Ah, das ist ja die Scheiße. Und wir hatten ja diese Eisen schon, ne? So, gucken wir erstmal im Secret Stash. Ich brauche eine Pistole, ey. Eine Pistole würde ich eigentlich sofort kaufen. Natürlich keine Magnum. Tja,
Das ist für mich nichts Interessantes. Klamottenmäßig. Ja, hier, und deswegen, weil ich ihm die alle verkauft habe, will er die nicht mehr haben. Also, für was er die auch verkauft, ne? Ich würde 57 kriegen. Ja, Doppeltaschenmod. Honig, also hier gibt's nichts Dickes. Oh, das war's schon. Hier, Eisenschlagring, das soll doch die härteste Waffe sein. Könnte ich mir leisten, aber ich hebe mir meine Kohle lieber auf. Naja, wenn wir mal Essennot haben, haben wir ja genug Geld, um uns hier was zu kaufen. Nö, der hat nichts Gutes für Gratitude uns. and safe travels, friend. Ey, nichts gekauft und er beleidigt mich nicht. Das ist mal ein netter Trader. Sieht eigentlich aus wie ein Stein, den ich mitnehmen könnte, aber nö. Wie sieht's Inventar aus? Ich denke mal, ey, wir können hier mal schon mal reingehen. Oh, schon wieder leck. Alte Scheiße, was denn hier los? Genau, da unten, da geht's rein. Hier gibt's nix. Ja, da mal rein ins Vergnügen. Also hier müsste eigentlich normalerweise schon das erste, also beim letzten Mal, war hier schon das erste Wildschwein drin. Also hier unten waren glaube ich schon drei oder vier. Da ist eins. Da hinten sitzt noch eins. Hier vorne ist auch eins. Wir müssen natürlich sicher sein, ne? Aha, so Kleiderhaufen. Ich glaube, das ist neu, dass man die durchsuchen kann. So, jetzt haben wir eine Short, falls uns mal irgendwo zu warm wird. Tja, und sieht irgendwie so aus, als wenn durch die Wildschweine gibt es hier keine Zombies anscheinend. Das ist schon mal schön. Pistole, Pistole. Ach, Wasser, ey, Mann, ey. Ich brauche Waffen. Boah, jede Menge Kadaver. Wo stehe ich denn hier sicher, dass mich die Wildschweine nicht erwischen? Ihr wisst, ich bin so low. Ich bin schon durch ein Wildschwein gestorben. Da sitzt dann gleich die nächste Wildsau. Die muss auf jeden Fall irgendwo rauf. Das hier ist doch Stahl, oder nicht? Aber wer weiß, vielleicht können die Wildschweine hier drauf springen. Ich glaube, ich nehme mal erstmal, dass da eine. Ey, komm hier nicht rauf? Oh, hier ist noch die Decke. Wir sind oben. So, ich hoffe mal, das Wildschwein ist nett und macht mich hier nicht weg. Wo läuft es hin?
Oh, oh. Das kriegt anscheinend auch so Eisen ganz gut weg. Da ist es. Scheiß Wildschwein. Oh, jetzt läuft's wieder. Alter, kipp doch mal um, aber das hatten wir ja schon mal, ne? So eine Wildsau, Alter, die will einfach nicht kippen. Wo sind? Wildsau, wo bist du? Bussi Wildsau. Das gibt's doch gar nicht. Hat die dämliche Sau sich jetzt da hinten so hingestellt, dass sie sie nicht mehr sehen kann? Da ist er. Ah, das müsste es gewesen sein. Da steckt noch einer. Oh, das ist eine nette Wildsau, gibt ganz viel zurück. Eieiei, dauert jetzt aber auch lange. Ups, das wollte ich nicht. So, haben wir auch schon wieder neue Knochen, falls wir sie brauchen sollten. So. Ich würde ja sagen, wir gehen hier wieder rauf. Und nehmen uns jetzt die Wildsau vor. Also, wenn der nicht drauf war. Der kommt sie. Die machen immer den hinten kaputt. Ey Mann, ey, das gibt's doch nicht. Kannst du nicht irgendwo versuchen, hier unten irgendwie was wegzuhauen? Oh, da geht's gerade da nach oben, ey. Das gibt's doch gar nicht. Treffer. Jetzt bleib mal da. Treffer. Jetzt geht's schon wieder weg.
müsstest wieder hier sein, genau. Oh Mann. Der war gut. Ey, du springst es gerade hoch, das kann doch nicht sein. Und es springt wieder, das kann's doch nicht sein. Ja, ich glaube, ich nehme nur noch die eine Sau, das dauert mir alles zu lange, nur noch die eine Sau mit, dann haben wir erstmal wieder Fleisch. Und wir wissen ja, wo die Säue rumhängen. Na los, Wildsau, zeig dich mal wieder. Das gibt's doch nicht. Ich weiß, ich bin ein Angsthase. Na, hat sich's wieder beruhigt? Da kommt's, ja. Es ist, glaube ich, wieder beruhigt. Ah, Bogen kaputt. Scheiße. Jawohl, das haben wir auch. Da ist noch ein Pfeil. Da vorne müssten eigentlich auch noch ein paar stecken. Da ist einer. Hier sicherlich. Er macht gerade mal 22 weg mit einem Messerhieb. So, wie gesagt, das dauert mir zu lange. Aber das Gute ist, also hier unten ist noch eins. Da oben auf der Treppe steht schon wieder das nächste. Oh, 2033 schon. Dann jetzt mal ab nach Hause. Das hätte ich, glaube ich, alles schon mitgenommen, ne? Fats Food. Ist ein Zombie. Das Nest, hatte ich das schon? Nee. Ja, schnell ablegen. Was zu fressen mitnehmen, was zu saufen und dann geht's ab in die Mine. Stunde haben wir noch. So, unser Money kommt wieder hier rein. Wie gesagt, hier eine kurze Hose. Jetzt packen wir mal da oben, packen wir alles, was so zum Kühlen ist. Ich glaube, die, genau, Hitzewiderstand 4. Da die wärmenden Klamotten. Ja, das können wir erstmal nicht verkaufen.
So, Wasser, Fleisch. Habe ich mir meine ganzen Bacon und Eggs reingezogen oder sind die hier? Ah, hier sind die. Komm, drei nehmen wir mit. Einen knall ich mir erstmal hier rein. Brauchen wir noch vier auf der Tasche. So, der Rest ist für die Schrottkiste, ne? Aber Munition? Wollte ich Munition? Hä? Ja, doch hier. So, Pistole haben wir nämlich immer noch nicht. Weg damit. So, der normale Schrott. Was zu süppeln haben wir? Aber ich nehme hier nochmal einen Kaffee mit. So, jetzt aber schnell rüber. 20 Minuten noch. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt in der Nacht dann wieder geärgert werden. Achso, und auch hier muss ich mich, glaube ich, noch wegen dem Sound entschuldigen. Ne? Ich habe durch ein Windows-Update immense Soundprobleme gehabt. Das ist mir erst gar nicht aufgefallen. Egal, was ich irgendwie gemacht habe, da war dann immer so ein metallisches Geräusch zu hören. Das kann ich leider auch nicht wegmachen, weil das wurde direkt so mit aufgenommen. Und ich habe das dann zurückverfolgt bis zu dem Windows-Update. Alle Aufnahmen davor waren gut, alle danach waren nicht so schön, aber das ist jetzt wieder weg. Wo ist die Klappe? Da, 3 Minuten noch. Und Renier. Genau pünktlich. So, meine Fackel hängt da noch. Tja, da geht's mal los hier. Und? Da kommt schon was. Und es geht wieder los. Er kloppt schon. Ich brauche eine Steinaxt. Schnell, 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 schnell. Das kann's doch nicht sein. Ja, noch bessere Power wie in der letzten Nacht. Also ist das hier immer eine schlechte Idee. Ich muss hier tagsüber erstmal runter bauen. Ganz ehrlich, dadurch kotze ich jetzt natürlich ein bisschen ab. Oh Mann. Nur Eisen 18, das reicht wahrscheinlich zum Upgraden nicht. Weil sie ja auch munter weiter drauf rumhämmert. Habe ich genug Holz? Müsste reichen. Ja, also muss man hier erstmal deutlich tiefer runter, damit die Zombies das nicht hören. Ja, und da würde ich sagen, dass das ja, da das ja hier die ganze Zeit jetzt dasselbe werden wird, die Nacht über, ich ja nicht schon wieder drauf gehen will, mache ich hier für euch einen Cut. Das wollt ihr euch sicherlich nicht angucken. Das geht jetzt noch 5 Stunden. Tja, dann bis gleich, würde ich sagen. So Leute, da bin ich wieder und hier könnt ihr sehen, dass ich eine sehr langweilige Nacht hinter mir habe. Ich bin ziemlich angenervt. Die kriegt gleich so hart. Können die Zombies einen hier immer nachts nerven? Ich brauche diese nächtliche Beschäftigung, damit ich am Tag kein Eisen abbauen muss. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Man sieht es, sie hat tierischen Hunger.
Kann ich auch von hier reparieren. Na ja, sehr gut. Ob sie irgendwann mal aufhört. Aha, immer wenn ich repariere, dann entdeckt sie mich weiter. Ich kann ja aber auch nicht weiter weg. Vor allem, die schlägt so schnell, ist sie feral oder was? Und da kommt schon der nächste. Jetzt hat's aufgehört. Jetzt machst du weiter? Der ist auch kaputt. Oder ist es die Kla... So, jetzt hat sie endlich von uns losgelassen. Und da müsste noch ein Zombie irgendwo sein. Aber ich würde sagen, wir reparieren das erstmal. Raus. Da ist die Olle. Da ist noch ein Zombie. Du warst das die Nacht über, ne? Gib's doch zu. Kriegst du erstmal einen. Oh, 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 oh. Warum hast du mir einen gegeben, dreckige Schlampe? Hä? Alter, oben. Ey, daneben. Das gibt's doch nicht, ey, diese scheiß Wackel-Zombies. Das kann doch nicht wahr sein. Dreckiger Zombie. Krieg ich hier noch ein paar Pfeile wieder irgendwie? Da ist ein Nest. Endlich mal wieder ein Ei. Ja, hier bist du irgendwo einer liegen. Ach, den werde ich hier im Gras eh nicht finden. Da müsste hier oben irgendwie noch einer stecken. Das ist ein Bär. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ey. Nicht, dass er Hunde mitgebracht hat. Ich hole ab. Ein, zwei Kellen von dem und ich bin down. Habe ich das schon? Ja. Dann reparieren wir diese Steinaxt mal. Die nehme ich jetzt auch weiterhin mit. Und die anderen beiden da oben scrappen wir einfach.
Ja, warte mal. Da waren sie doch. Hier. Zerlegen. Zerlegen. Komm, die können wir auch zerlegen. Dann machen wir uns dann eine neue. So, ein Ei wegbringen hier. Ja, Kaffee, denke ich mal, brauchen wir auch erstmal nicht mehr. So, der ist aus. Ein bisschen muss aber noch brutzeln hier. So, Eisen fertig. Brauchen wir noch 7. So. Achso, Leder brauche ich noch. Achso, natürlich 4 Klebeband brauchen wir auch noch. Wir haben nur 2. Aber wir hatten noch hier genug Kleber, oder nicht? Dann machen wir uns erstmal Klebeband. Na komm, den ganzen Kleber verschwende ich noch nicht. So, und jetzt. Irgendwas fehlt immer noch. Ich brauch 40? Ah. Mist, da sind nur noch 5. Scheiße, müssen wir noch mal 5 machen. Ach, das kann's doch nicht sein. Naja, süppeln wir mal einen Schluck. Futter brauchen wir, denke ich mal, noch nicht. Da sind die 5. Nee. Achso, die habe ich nicht mitgenommen. So, zack, da, endlich. Wo ist die Feueraxt? Da. So, dann haben wir die auch auf Level 3. Ist sie eigentlich nachgeladen? Ist sie nicht. So. Zur Mine, muss ich ehrlich zugeben, gehe ich jetzt erstmal nicht. Da tummelt sich der Bär rum. Der natürlich, wenn es ein normaler Bär ist, unheimlich viel Fleisch und Leder und so für uns hat. Und wenn es ein Zombie-Bär ist, ganz viel verrottenes Fleisch. Na, ich würde sagen, wir haben hier Tag 12. Wir gehen jetzt mal zur Zombie-Falle und überlegen uns da schon mal was. Hacken ein paar Bäume nebenbei. Oh, wir haben nur noch 28 Pfeile. Tja, Feueraxt dauert noch jede Menge Zeit. Komm hier, mehr wie einen Pfeil kann ich dir nicht geben. Obwohl noch einen, komm. Kipp so um. Geil, hat beide wiedergegeben, so muss das sein. Levelaufstieg. Ja, ich gucke mich immer um irgendwelche Hundehorden rechtzeitig zu entdecken, weil die sind meistens auf irgendeinen Punkt angesetzt. Und wenn man von dem Punkt dann ein bisschen wegläuft, dann haben die einer nicht. Weil so Hunde ohne eine Pistole... Was war das? Ohne eine Pistole ist übel. Ey, warte mal, da ist meine Zombie-Falle.
Ah, Nitrat wäre hier auch. Ja, ich hoffe mal, du gibst mir auch alle Pfeile wieder. Weil pfeilmäßig sieht's mau aus. Jo, hat er gemacht. Sehr schön. Oh, dann gibt's hier Eisen. Eisen und Nitrat schon wieder. Da kommt ein Fetti, ey. Das kann nicht wahr sein, ey. Korps hier nicht zum Arbeiten. So, jetzt bauen wir uns erstmal wieder drei Woodframes. Damit wir uns verpissen können, wenn irgendwas kommen sollte. Ey, ich krieg die doch nicht hin, wo ich ihn hinhaben will. Genau da. Tja, ich denk mal, obwohl er haut wieder ab. So, als allererstes brauchen wir genug Holz. Nee, zu dem will ich nicht. Ich hab jetzt keinen Bock auf Stress, ich muss arbeiten. So, hier wäre dann Blei. Tja, da sind genug Bäume. Oh, und da wäre auch unsere Quest. Aber ich weiß nicht, ey. Mit reinen Eisenpfeilen, Footballspieler bekämpfen ist, glaube ich, nicht so schön. Da hinten kommt schon wieder der Zombie-Tossi, die uns nerven will. Vielleicht können wir sie mit dem Baum erschlagen. Aber nee, meine Ausdauer ist weg. Nein! Das gibt's doch nicht. Der ist doch durch sie durchgeflogen. Irgendwo kommt die her? Aus einem Nachtclub oder was? Na, die sieht so aus, als wenn sie aus irgendeinem Nachtclub kommt. Wie wäre mein Pfeil hier wieder? Knie nieder. Da könnten auch alles 1200 da sein. Der können wir eigentlich schon wieder die nächsten Peak machen. Die dauern ja immer so ewig. Naja, am 900er soll uns auch reichen. Ja, das ist die Ausdauer schon wieder weg.
So, dann holen wir uns mal das nächste Bacon und Egg rein. So, wie sieht es mit den Punkten aus? Ein Hammer. So, was machen wir bei Hauptader? Boah, 40% mehr Erz, Stein, Geländeblöcke, Bäume mit Äxten, Spitzhacken, Kettensägen oder Erdbohrer. Das könnte ich natürlich gut gebrauchen. Ja, hier müssten wir erst da einen mehr nehmen. 220% mehr Schaden bei Kopfschüssen. Wer haben wir denn hier? Vom Landleben. Samen von Beeren und Gemüse. Nein, es ist alles so wichtig. Na, es ist nur Sprinten. Was ist hier bei Raufbold? Die Zombies können dich nicht beißen, wenn du ihnen die verdammten Zähne vorher ausschlägst. Das ist nicht schlecht. Ja, oder doch, aber hier. Hier bei Arzt. Was kommt hier als nächstes? Ja, ich glaube, ich nehme hier erstmal die Hauptader. Jetzt können wir nicht mehr überlegen. Ist vorbei. Ich denke mal, das war jetzt gar nicht so schlecht, ey, weil am Anfang braucht man halt jede Menge Ressourcen. Eigentlich das ganze Spiel über. Ah, noch ein 1200er, sehr schön. Die Piken sind schon alle fertig. Dann haben wir doch gleich die nächsten. Nur noch 5 Minuten, haben wir bessere Ausdauer. Ja, mal gucken, hier nochmal 1200er. Naja, 900 reicht auch. Ja, wir hacken jetzt auch schon ganz gut mit einem Schlag weg. Fast 80. Da ist wieder ein Nest, denn ich brauche neue Eier. Ah, ja, schon wieder zwei, ne? Ja. Da ist wieder ein Bacon und Egg gesichert. So, können wir ein bisschen rumgucken. Schön hoch. Aber da sind überall Hügel. Sehen kann ich hier in der Entfernung nichts. Ja, ich glaube, ich wollte es schon mal machen, ne? Ich muss die Ausdauer pushen.
Immer wieder nehme ich was anderes. So, was macht der Buff nochmal genau? Er wird um 10 erhöht. Aha. Schade, kein Ei. Oh, dann müssen wir natürlich rechtzeitig tagsüber noch wieder zur Mine zurück und mal hoffen, dass der Bär da weg ist. Damit wir die mal ein bisschen tiefer graben können und unter Umständen hören die uns dann in der Nacht nicht. Weil das ist eigentlich immer am besten, in der Nacht dann Eisen oder andere Erze sammeln. Solange man keine coolen Waffen hat. Das habt ihr ja, ne? Zumindest die, die im letzten Let's Play schon zugeschaut haben bei Alpha 18. Wenn man gut mit Waffen ist, wird es dann nachts rennen. Und ja, auch im letzten Let's Play habt ihr gesehen, wenn euch ein Feral angreift und ihr eine AK habt, dann nutzt sie auch, ansonsten sterbt ihr zweimal so wie ich. Ja, wir haben jetzt über 1000 hier, letzte Baum. Ja, dann unbedingt neue Pfeilspitzen in Auftrag geben. Federn 65 ist auch nicht so dicke. Was haben wir denn hier? Oh, schon leer, scheiße. So, Axt brauchen wir erstmal nicht. Gucken wir mal, was wir hier so an Holz reparieren können. Ich will jetzt da auch nicht unbedingt Steindinger hinsetzen, denn diese Zombie-Falle werde ich jetzt nicht so lange benutzen. Jetzt so für die ersten Blood Moons, okay. Irgendwann wird das deutlich zu wenig sein. Ey, die haben sie gar nicht angeschlagen hier. Fetti hier noch irgendwo? Ja. So, wo komme ich denn jetzt mal hier nach innen? Da. Tja, ist die Frage, ob die hier noch lange halten. Komm, die ersetzen wir mal. Die hier wird auch nicht mehr lange halten. Die beiden eigentlich. Obwohl, doch. Die hätte noch ein bisschen gehalten. Ja, dann hier am besten irgendwie noch Gitter reinmachen. Die halten immer sehr viel aus. So, gucken wir mal, wie weit wir mit unseren 66 kommen. So, ich muss hier einen Weg nach draußen lassen. Dann nehmen wir den hier.
Der, ich sagen, machen wir erstmal die Seite fertig. Ja, der Hammer. So, und dann füllen wir jetzt von hier auf. Ey, nein. Reingelaufen. So, da sind wir gleich einmal rum. Ui, 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 ui. Oh, das ist schon nur noch 65, 85. Aufpassen, Bormix! Fünfundzwanzig noch. Tja, ich glaube, da kann ich gleich schon wieder die nächsten in Auftrag geben. Zack, gleich wieder 58, Holz weg. Gucken, dass keine Hunde gelaufen kommen. So, einmal rum. Dann können wir hier schon außen auffüllen. Ah, wegen der Pflanze. Fetti wurde gegen eine Pussy ausgetauscht. Oh, der war falsch. Ja, sind noch welche in Arbeit? Das finde ich so doof. Jetzt zeigt es wieder an. Oh, wieder ein versemmelt. Das springt aber auch halt immer hin und her. So, das soll erstmal reichen. Denn jetzt brauchen wir schon wieder neues Holz. Tja, wir bauen das richtig schön maze-mäßig auf, ne? Jetzt bauen wir dann hier wieder Blöcke vor. Dass sie immer so, ne, um die Ecken rumgehen müssen, um durchzukommen. So, da gibt es jede Menge Bäume. Hoffentlich auch ein paar Nester. Dann lass mal überlegen. 14.28 Uhr. Ja, doch, komm. Ein bisschen Holz holen wir uns noch. Ey, wenn das da hinten an der Mine ein Zombiebär sein sollte, dann sieht das mit nächtlichem Mining erstmal ganz schlecht aus. Ich weiß nicht, wie oft der auf die Klappe hauen muss. Wahrscheinlich einmal ist sie kaputt. Na komm.
Komm, ich hol mir den nächsten Ausdauerbonus. Mal Rinde, Bacon und Egg. Und da heilen wir dann halt gleich auch richtig gut. Ja, Heilung sind wir schon wieder über 100, sehr schön. Schluck aus der Pulle. Na, ich werde mir jetzt hier wieder 1000 Holz holen. Ja, so fett wie der Baum ist, der könnte auch 2200 haben, denke ich mal. Nein, jawohl. So, hier nochmal. Bisschen können wir noch. Halb vier gleich. Ich hab doch da gerade irgendwas gehört. Ja, das Maisfeld war auch geil. Vor allem gegenüber war ja gleich die Kartoffeln. Ja, immer musst du verschnaufen. Du bist doch immer kaputt, ne? Eine 80-jährige Oma mit Krückstock hat mehr Ausdauer wie du. Da ein bisschen aufpassen. Da tummelt sich ein Hund rum. So, ablegen hier. Samen. Für die Kiste haben wir sonst nichts. Wieder ein Ei. Oh, wir haben wieder vier. Das bedeutet zweimal Bacon Egg. Heißt im Prinzip sechsmal Bacon und Egg auf Tash. So, bauen wir da ja. Jetzt haben wir 72 Piken. Ich denke mal, das reicht für die nächste Zombie-Nacht. Chrysanthemum haben wir hier mit drin, ne? Ja. So. Ja, und dann in der nächsten Folge, dann gehen wir dann wieder zur Mine und bauen die mal am Tag ein bisschen aus, damit wir dann vielleicht in der Nacht Ruhe haben. Aber das hier ist das Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und ciao.